Leute, über Nacht kam jetzt richtig krasse News raus für Call of Duty, für Warzone. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Denn es wurde Warzone 2 angekündigt. Ich habe es heute Morgen auf Twitter überall gelesen. Es kam von Bloomberg, das ist so ein Nachrichtenunternehmen, Artikel raus, wo Activision sich zu ein paar Sachen geäußert hat. Und vielleicht kennt ihr ihn, Jason Schreier heißt er, ist ein Journalist, der hat getwittert, dass Activision eben gesagt hat, okay, die nächsten drei CODs kommen auch weiterhin für PlayStation, Xbox und PC raus. Und danach ist noch nicht so ganz klar, ob dann die CODs vielleicht nur noch auf Xbox und PC rauskommen. Das wissen wir alles noch nicht. Wichtig ist aber, dieses Jahr kommt ein neuer COD-Teil raus, der auch confirmed wurde als ein Modern Warfare-Teil und der wird natürlich auch auf allen Konsolen kommen. Unter dem Tweet steht ja auch noch, dass 2023 ein COD kommt, was von Treyarch entwickelt wird und dann auch in Klammern 2023 Warzone 2 rauskommen soll. Und mit Warzone 2 müssen wir uns das Ganze so vorstellen, dass das ein komplett eigenes Spiel wird, hoffentlich, also dass es einen eigenen Launcher gibt und dass aber auch dann wirklich alle alten Waffen nur noch in dem alten Warzone verfügbar sind, was wir jetzt gerade haben, mit mittlerweile schon drei CODs und den ganzen Waffen, das ist ja jetzt alles schon ein bisschen Chaos. Und dann bekommen wir hoffentlich 2023 das neue Warzone, was dann wirklich nur mit den wahrscheinlich MW2-Waffen dann auch rauskommen wird. Und ein Leaker, den man auch schon kennt, der Tom Henderson, hat dann auch noch getweetet, dass Warzone 2 wirklich einfach Warzone 2 sein soll. Also aktuelle Konsolen, also nur noch auf PlayStation 5 und der aktuellen Xbox und PC natürlich und nicht mehr auf den alten Konsolen. Das heißt, Warzone 1, so wie wir es jetzt kennen, bleibt bestehen mit allem, was wir haben, aber wir bekommen dann ein komplett frisches, neues Warzone 2, was dann auch auf der neuen Engine von Infinity Ward aufbauen wird. Die bauen ja gerade an Modern Warfare 2, das wurde jetzt so gesehen auch schon ein bisschen bestätigt, dass das ja dieses Jahr rauskommt, wissen wir auch irgendwo alle schon. Und das Wunschdenken wäre jetzt natürlich, dass Warzone 2 auch mit Modern Warfare 2 oder wie sie es dann im Endeffekt nennen, rauskommt. Ich glaube, das ist nicht so realistisch und wir fragen uns ja jetzt natürlich auch, bekommen wir dieses Jahr überhaupt eine neue Warzone-Map, wenn dann Warzone 2 irgendwie vor der Tür steht? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, weil ich glaube aktuell, dass dieses Jahr Modern Warfare 2 rauskommt mit neuen Waffen und so weiter, aber nur Multiplayer. Wir dann vielleicht irgendwie auf Verdansk und Caldera vielleicht auch gleichzeitig spielen können noch, bis dann nächstes Jahr im März zum 3-Jahres-Geburtstag von Warzone dann Warzone 2 launcht. Also das könnte ich mir am besten vorstellen. Wäre auch cool, weil wenn wir dann noch ein Jahr warten müssten bis zum Treyarch COD oder sogar danach bis 2024 März, dass da dann Warzone 2 erst rauskommt, boah, so lange will ich echt nicht warten. Und es macht ja irgendwo auch Sinn, wenn wir jetzt gerade drei CODs in dem aktuellen Warzone vereint haben mit den Waffen, den ganzen Blueprints und so weiter, dass wir die weiterhin auch spielen können und alle alten Konsolen natürlich auch und wir dann, wenn jetzt MW2 dieses Jahr rauskommt, wir eine neue Engine oder überarbeitete Engine haben von Infinity Ward, die ja jetzt auch seit MW2019 Release 3 Jahre dann daran gearbeitet haben und das alles geupdatet haben, dass wir daraufhin dann möglichst schnell auch das nächste Warzone bekommen mit komplett neuer Map, auch wieder mit aktuellen Mechaniken und nicht mehr in der WW2 Vergangenheit, sondern alles ein bisschen normaler. Ich glaube, das ist auch so das, was wir uns irgendwo wünschen und als ich die News heute gelesen habe, habe ich auch einfach mich nur so gefreut, bin direkt aufgestanden, habe mir einen Espresso gemacht und dachte mir einfach nur, darauf gibt es jetzt ein schönes Video, Leute. Auch wenn gerade vielen halt Warzone nicht mehr so viel Spaß macht, wie es jetzt am Anfang gemacht hat, mir ja auch nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel Anfang 2020, das war halt alles so schön neu, wir hatten keine Metas und haben uns einfach gefreut, das Spiel zu spielen. Und diese News jetzt zu lesen, die motiviert halt einfach und man denkt sich, okay, wenn da jetzt wirklich wieder keine alten Waffen da drin sind und wir einfach alles neu erleben können, mit neuer Map, die keiner kennt, dann könnte es halt wirklich sein, dass wir da nochmal so ein bisschen dieses Anfangs-Warzone-Gefühl bekommen, wo wir dann auch einfach alle von Null starten, keiner direkt weiß, was die Meta ist, wie das Movement perfekt funktioniert und so weiter. Einfach ein komplett neues Game, ein neues Warzone, so wie wir es halt vielleicht dann irgendwo auch noch nicht kennen, weil die Mechaniken dann anders sind. Einfach der Gedanke daran hypt einen halt komplett rein, auch wenn wir nicht wissen, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber es würde halt schon Sinn machen, dass es dann, wenn eben MW2 im November kommt, Oktober, November rum und wir dann noch ein halbes Jahr warten, bis dann das komplett neue Warzone rauskommt. Ich glaube, das ist der beste Weg, wie sie es machen können. Natürlich wäre es auch schön, wenn wir gleichzeitig jetzt im November dieses Jahr schon alles bekommen, aber das halte ich irgendwie für unrealistisch, weil es ja jetzt erst angekündigt wurde, dass das irgendwie in Entwicklung ist und ich glaube nicht, dass sie das jetzt auch durch Covid und alles so schnell hinbekommen. Aber wenn das neue Warzone 2023 im März rum launcht, dann haben wir halt auch genug Zeit, jetzt mit den MW2-Waffen das Ganze zu testen. Halbes Jahr locker nochmal, bis dann eben das Treyarch COD rauskommt und dann ja auch wieder die neuen Waffen irgendwann im Dezember integriert werden. Die machen ja, keine Ahnung, ob es dann irgendwie ein neuer Cold War-Teil wird. Ich hoffe mal nicht, dass es sondern auch eher so ein bisschen mehr in vielleicht leichte Zukunft geht oder so. Ich glaube, das wird auch eher so der Weg sein. Dann bekommen wir halt einfach noch ein bisschen länger Zeit, die MW-Waffen da drin zu spielen, die neue Map kennenzulernen, auch nur mit MW-Waffen. Weil wenn sie das neue Warzone erst rausbringen, wenn das Treyarch COD schon rauskommt in 2023, dann haben wir wieder das Problem, dass wir zwei CODs haben, wo wir zweimal die ganzen 40, 50 Waffen da reinbringen müssen. Und ich glaube, das wäre kein guter Zeitpunkt. Also entweder bringen sie es dieses Jahr noch mit raus
Und ansonsten halt von mir aus auch erst nächstes Jahr im März. Hauptsache, das wird gut und alles schön und neu und nicht, dass es wieder so eine Katastrophe wie mit Caldera und alles wird oder der ersten Cold War-Integration letztes Jahr. Dann bleibt halt nur die Frage, was machen wir bis dahin? Bleibt jetzt so lange wirklich Caldera oder ja, noch eine Map dazwischen schieben werden die höchstwahrscheinlich nicht. Es soll ja jetzt nochmal eine neue Rebirth-Karte irgendwie auch kommen mit so einem asiatischen Hauch drin. So das ganze Design habe ich irgendwie in den Leaks gelesen, aber... ja, da könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob jetzt dann noch eine neue Map irgendwie dieses Jahr kommt und wir dann erst Ende 23 oder so das nächste Warzone sehen oder was einfach ihr denkt, wird der Zeitplan sein. Und schreibt mir gerne noch rein, wie sehr ihr euch drauf freut, was ihr so euch erhofft davon. Ja, mir macht das auf jeden Fall gerade richtig Laune, jetzt auch weiter einfach die Videos zu bringen, weiter zu suchten und einfach mit diesem Gedanken, okay, Warzone wird irgendwann nochmal einen kompletten Reboot haben, damit wir das Ganze einfach nochmal so richtig geil neu erleben können und bis dahin ist mir auch alles egal. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sie das ganze Call of Duty Franchise jetzt nur noch auf Xbox und PC rausbringen, dann irgendwie in 2024, 2025, weil PlayStation ist immer noch die größte Konsole, verkauft so viele Call of Duty Spiele, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber wer weiß, was Microsoft da macht, die haben ja jetzt Activision so gesehen gekauft. Das kann auch zwischen 6 und 18 Monate dauern, bis das Ganze durchgeht, weil man ja kein Monopol haben darf in der Spieleindustrie und das alles nochmal vors Gericht muss. Aber ich glaube ehrlich gesagt so vom Gefühl her nicht, aber man weiß es halt nicht. Kann natürlich auch sein, dass sie sagen, okay, wir bringen das jetzt nur noch auf Xbox und PC raus, wäre aber eigentlich dumm und das Geld würden die glaube ich schon eher mitnehmen. Was ja auch noch im Raum steht, ist, dass Call of Duty jetzt nicht mehr jährlich rauskommt und das könnte natürlich auch bedeuten, wenn wir jetzt MW2 dieses Jahr kriegen, im März dann das komplett neue Warzone 2, dass dann das Treyarch COD nicht 2023 rauskommt, sondern erst dann 2024 im November. Und wir dann im Prinzip noch länger Zeit haben, Warzone 2 mit den neuen Waffen von Modern Warfare 2 zu spielen. Also, dass wir das dann anderthalb Jahre haben, MW2 im Prinzip so einen 2-Jahres-Rhythmus hat und danach erst das nächste COD rauskommt, was in meinen Augen auch cool wäre. Wahrscheinlich sogar für COD an sich besser, aber da müssen sie halt auch wesentlich mehr Content irgendwie jeden Monat rausbringen und das Ganze ein bisschen länger am Leben halten, weil bisher gab es es halt noch nie eigentlich in der COD-Geschichte, dass nicht jedes Jahr ein COD kam. Keine Ahnung, ob sie es machen, aber wäre eigentlich auch nicht ganz so schlecht, wenn wir dann hier eben auch Warzone und Modern Warfare 2 so mit vielen Updates bekommen. Aber was mir gerade einfällt, wäre ja auch eine Möglichkeit, weil ja Caldera, die neue Map, auch auf der MW-Engine irgendwo sitzt, dass wir dann mit dem MW2-Release auch nochmal ein Caldera-Update bekommen, dass die Map nochmal verändert wird, wie es mit Verdansk 84 war. Und wir damit die Zeit überbrücken bis zur neuen Warzone-Map und dem ganzen neuen Ding. Ja, mal gucken, wie sich das so anfühlen wird, ob wir dann Bock haben, so lange Caldera zu spielen oder noch eher ein bisschen mehr auf Rebirth ausweichen. Könnt mir gerne mal reinschreiben, ob ihr Bock auf ein Rebirth-Video habt, dann mache ich das auch gerne mal. Und vielleicht bekommen dann ja auch endlich alle Konsolenspieler von euch einen FOV-Slider und so weiter und auch 120 Hertz und so, wenn dann das neue Warzone rauskommt und im alten wird es wahrscheinlich eher nicht mehr verfügbar sein. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, war heute eher mal so ein bisschen informatives Video und nicht so viel lustige Gameplay-Szenen, wie ihr das sonst gewohnt seid. Musste jetzt einfach mal raus, weil ich einfach die News mit euch teilen wollte und einfach so gehypt war, weil das halt einfach so das wichtigste Thema gerade ist. Die wichtigste Information, die wir irgendwie bekommen konnten über Warzone und generell Call of Duty. Also riesen News, riesen Neuigkeiten. Ich bin gespannt auf eure Meinung, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Checkt sehr, sehr gerne das letzte Video hier noch aus, beziehungsweise die letzten zwei, die ich hochgeladen habe. Hier unten kommt ihr zu Instagram und Twitter. Da habe ich auch was über meinen geheimen Videodreh schon gepostet. Checkt das gerne aus. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und danke für den ganzen Support. Und bis zum nächsten Mal.